Nee, also das ist kein schönes Segelwetter. Unangenehme Dünung, kein Wind, grauer Himmel. Das war nichts, Mittelmeer. Also nochmal alles zurück auf Anfang und Neustart. Der zweite Versuch klappt. Ja, das ist doch schon viel besser. Vor der hübschen Kulisse von Canet-Plage steuert die neue Hanse 495 ihrem ersten Test entgegen. Und trotz der immer noch bestehenden Dünung und nur zwei Windstärken schiebt die junge Greifswalderin mit 5,5 Knoten durchs Wasser. Segel setzen und trimmen klappt mit den optionalen Elektrowinschen per Fingerdruck. Die Steuerfrau könnte dank der weit hinten sitzenden Winden sogar alles allein erledigen, wenn gerade kein Gentleman in der Nähe ist. Durch die intelligente Leinenführung wird die neue Hanse sogar einhandtauglich. Und die Wuling verschwindet praktischerweise in den Bugskisten. Ein weiterer Vorteil des neuen Deckslayouts: alle Leinen sind in Schächten versteckt, nach Achtern geführt. Auch vor Anker macht die 15-Meter-Yacht eine imposante, aber dennoch elegante Figur. Passend dazu sind schöne Menschen an Bord geklettert. Sie sollen für das Fotoshooting von Hanse posieren. Und das scheint auch fabelhaft zu klappen. Währenddessen werfen wir mal einen Blick aus fast 20 Metern Höhe auf die Baunummer 1 und sehen, dass die 495 ein mächtiges Schiff ist. Satte 4,70 Meter Breite versprechen eine Menge Platz im Innern. Und so ist es auch. Besonders die Pantry lässt uns staunen. Erstmals längs eingebaut bietet sie Platz für sämtlichen Luxus, von der Kaffeemaschine über den Geschirrspüler bis hin zum Weinkühler. Für das Innenlayout gibt es einige Varianten. Interessant ist sicher die mit der großen Achterkammer anstelle von zwei kleineren Kabinen. Und interessant bleibt auch der Preis. Segelfertig möchte Hanse Yachts rund 258.000 Euro für die 495 haben. Damit liegt sie genau im Preisbereich der Konkurrenten Bavaria, Beneteau und Janot. Den detaillierten Testbericht mit allen Stärken und Schwächen finden Sie in der Yacht 8 2011.